Einen wunderschönen guten Abend, gute Nacht, guten Tag oder weiß der Geier, wann du dieses Video jetzt gerade schaust. Willkommen bei uns auf dem Kanal, willkommen bei Benny und Steve. Wir haben ein neues Spiel bei uns in der Datasette. Es ist, ja, Inside Depth 6. Hold Shift to Sprint. Okay, alles klar. Hier ist ein bisschen was passiert in dieser Mine, da gehen wir gleich noch drauf ein. Aber man soll nie allein gehen, man soll immer einen Wookie mit dabei haben. Diesmal ist es der Steinezerklopfende, der sich in Tunneln auskennende, die Ratte schlechthin im Labyrinth. Benny! Ja! Hallöchen! Was heißt denn hier die Ratte schlechthin? Hallo? So. Naja, das ist jetzt ja nicht negativ gemeint, sondern eigentlich irgendwie, weil die findet ja immer den Weg raus. Ah, okay. Gut, alle klar. Also wir sind in der ich nenne es mal jetzt in der Purpur-Lavendel-Mine. Und wir hier sind lauter Leute verschwunden und keiner kam hier jemals raus und niemand weiß wieso und überhaupt. Ja, wir werden jetzt mal investigativ einfach mal gucken, was hier passiert ist. Und vielleicht finden wir heraus, was hier geschehen ist in dieser schrecklichen Mine. Was man vielleicht nochmal so sagen kann, das Spiel ist von den Machern von Sweet 776, der eigentlich auch schon recht heftige Titel. Ja, ich bin gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Mal gucken, ob wir wieder irgendwelche Glocken läuten müssen. Ich hoffe nicht. Dafür kommen wir jetzt. Oh Gott. It's going down, baby. It's going down. Na, wunderbar. Das sieht auch super safe aus, muss ich mal sagen, hier in so einem Holz. Na komm, das hat so lange gehalten. Das wird jetzt, der Boden sieht wirklich krass aus. So, wir müssen ja erstmal unser Equipment holen, ne? Also, wir haben ja unser Equipment irgendwie verstaut. In irgendeinem Locker. Weiß nicht, hast du eine Taschenlampe jetzt schon? Nee, ne? Nee, ich kann mal gucken. Ich hab, nee. Nicht. Okay. Nicht hat er. Ich glaube, Depth heißt Tunnel 1, kann es sein? Würde ich sagen, ja. Also, nicht Tunnel, so, sondern so Minenschacht 1? Oder? Genau. Wir müssen bis Depth 6 runter? Mhm. Können wir nicht gleich mit dem Fahrstuhl bis Depth 6 runterfahren? Das wäre cool, ne? Ich habe mich auch entschlossen, einfach durchzurennen jetzt. In diesem Spiel. Okay. Und mich nicht groß. Oh, schau mal hier. Wächst eine Tanne mitten drin. Irgendwie. Können wir springen? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, du kannst nur sprinten. Sprinten. So, da jetzt eh nicht lang, dann würde ich sagen, is this the way. Okay, okay. Also wir müssen ja hier jetzt auch, wie gesagt, die Materialien, glaube ich, finden, oder nicht? Ist das eine Schuttrutsche oder eine Treppe? Nee, ist eine Treppe. Also sowas wie eine Taschenlampe wäre schon toll. Ja, aber also wie man in so einen Schacht runtergehen kann ohne eine Lampe, ist mir auch ehrlich gesagt fraglich. Also, ich würde es ja nicht machen, wa? Also, würde man nicht... Nee. Einfach, was nee. Was sind das für Geräusche? Was denn? Ich habe gerade irgendwie Geräusche vernommen. Aha. Okay, hier ist was eingestürzt. Es ist auch recht dunkel, möchte ich meinen. Hier ja. An der Stelle irgendwie und leider ist es halt so, damit ihr uns gut seht, irgendwie sind wir ordentlich. Ah, okay. Aber ja, nicht. Sind wir ordentlich angestrahlt und da kann es manchmal halt sein, dass wenn der Monitor einfach zu duster ist, irgendwie, dass man es halt einfach, wie in dem Fall, nicht richtig erkennt. Also seht uns bitte nach, wenn wir irgendeinen dunklen Tunnel vielleicht gerade übersehen. Oh, ein Helm. Helm ist wichtig, den nehmen wir mit. Und da ist doch hoffentlich auch eine Lampe dran, oder? Oh, was wie? Okay. I für Inventory, F für Toggle your Flashlight und Left Mouse Click to Snap a Photo. Okay, also wir müssen hier anscheinend Fotos schießen. Ach, wie schön. Das ist ja toll. So, dann mach ich mal. Ja, gigantisch. Wow. Beep, beep. Was? This camera is equipped with a very special sensor which can detect energy nearby. Oder nearby. If your unknown presence value rise, something is near. The camera is also capable of measuring your depth into the earth. Don't forget why we are here. It is my goal to capture as many pictures as possible. If it's alive
and its move, I'm going to capture as many pictures as I can. Left click to capture a picture. Ja, okay, alles klar. Also unser Martin. Du musst X. Haben wir jetzt hier schon irgendwas? Haben wir jetzt irgendwo einen Detektor, der jetzt ausschlägt, damit wir ein Foto machen müssen? Ich weiß nicht, ob wir oben links. Oben links haben wir ein paar Symbole. Da haben wir auf jeden Fall erstmal eine Null. Ach, ja. Für Sachen, die sich dann wahrscheinlich bewegen. Ich weiß nur nicht, ob das in der Mitte zum Beispiel irgendwie eine Detection-Anzeige, also so ein Bewegungssensor ist oder sowas. Okay. Das haben wir, glaube ich, früh genug erfahren. Ja, habe ich auch fast die Angst. Ja, also dann gehen wir jetzt wieder hoch, oder was? Ja, ich würde sagen, jetzt haben wir uns erstmal ausgeschaltet, jetzt gehen wir erstmal wieder zurück. Vielleicht erwartet uns ja schon was. Okay, cool. Wartet. Wer hustet denn hier? Wie, hä? Müssen wir jetzt wieder zurück zum Fahrstuhl oder was? Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, weil da ging es ja auch nicht weiter. Ja, vielleicht war es ja wirklich so, dass wir die Sachen erstmal, unsere Ausstattung erstmal finden mussten. Okay. Um jetzt wieder mit dem Fahrstuhl quasi vielleicht einen Schacht oder mehrere weiter runter zu fahren. Meinst du? Also, das kann natürlich gut möglich sein, da kannst du recht haben. Wir werden es mal ausprobieren. Na, mal gucken. Scheint aber nicht so. Nö. Nö. Okay. Das Spiel will das nicht. Also ich sehe mich schon die ganze Zeit hier irgendwie genau. Ständig Fotos machen, so, das wird man jetzt nicht tun. Schon allein irgendwie, damit es jetzt nicht für den Zuschauer zu nervig wird. Erstmal nochmal klicken. Ah. So, wir machen ein Trinkspiel. Mal, wenn ich ein Foto mache, müsst ihr trinken. Oh Gott, die armen Zuschauer. Die armen. Oh, hier, guck mal, bin hier. Hier, können wir hier haben wir was. Oh, da ist eine Door. Eine Tür. Okay, wir müssen. Okay, wir haben die Tür unlocked. Ach, Alter, da hätte man aber wenigstens dabei die Äste abschlagen können hier von der Verbalkung hier. Na, sag mal, Leute, da tut man sich doch dran weh. Oh, und das ist der nächste Fahrstuhl. What is this? Eine Kassette. And so my journey begins. I easily slipped right past security and beginning to descend the purple lavender mine here in 90. Was schmunzelst du da, Benny? Wegen der Lavender Mine. Die Lavender. Ja, klingt irgendwie, ne? So ein bisschen, klingt wie ein Schaumbad. I do not think I will go too deep, but deep enough to write a killer story about my findings. Let us see what happens. Steve out! Wie geil! Wie schön! Ja, das ist mir ein bisschen unheimlich. Das Spiel weiß also, wer spielt. Okay, alles klar. Ja, seine Reise beginnt und wir werden immer tiefer gehen, aber nicht zu tief, denn das Einzige, was wir wollen, ist eine Killer-Story. Ah, oh, Steve out. Davon kann man schon mal ein Like da lassen. Also, in schon mal in geil. Der Purple-Lavender-Mine hier. Klingt hart, Alter. Klingt hart. Ja. So, jetzt sind wir in Def 2 oder was? Ich denke ja, 114 Meter tief. Oder immer noch Def 1? Def 2. Nope. Def 2 irgendwie. Ich habe richtig Probleme, dieses Wort auszusprechen. Def. Wie spricht man das aus? Def. Def. Glaube ich. Def. Oh, ja, und ich kann mir vorstellen. Oh. Ja? Oh. Schau mal nach oben. Unknown Force 4. Also jedes Mal, wenn ich anscheinend hier Def ausspreche, wird das bei euch so aussehen, als wenn ihr bei Star Wars gesehen habt, wenn die in den Hyperraum gesprungen sind. Ja, Lichtgeschwindigkeit, weil so viel Spucke euch anscheinend entgegenkommt, dass es so aussieht wie. Aber, ne. Okay. Tatsächlich Unknown Force 16. Ich weiß nicht, ob wir jetzt dem näher kommen, einfach nur. Hardhead Area. Okay. Scheint so, also. Da ist was. Und wir haben ein Bild geschossen. Wunderbar. Können wir sterben in dem Spiel? Weißt du was? Nee. Stopp. Also, ich kenne von dem Spiel gar nichts. Du hast jetzt hier überrascht mich quasi komplett mit dem ganzen Game. Scheiße. Oh, ich dachte zuerst, da unten steht jemand. Das ist einfach nur der. Oh Gott. Was wohnt? Ja, da, wo die Lampe dran ist. Ich dachte zuerst, das wäre eine Person. Oh. Okay. Aber wir haben erstmal wieder Detection 0. Das ist schon mal gut. Oh, je.
Ja, also wie darf man, glaube ich, auch kein Klaustrophobiker sein, war irgendwie. Also, das gibt ja wirklich so fiese Filme wie, keine Ahnung, The Descent oder irgend so was. Und also für mich wäre so eine Höhenkletterei jetzt ja nicht irgendwie. Wenn hier irgendwas einstürzt, da wäre das, ich wäre nicht so gerne eingeschlossen. wer will es schon, aber nö, da sag ich, nö, danke. Ah, kann ich nachvollziehen. Also ich bin auch nicht so der Freund von, es gibt ja auch so ganz, ganz tolle Typen, die ja so eine Unterwasserhöhlen auch nehmen, wo man dann eben halt irgendwann mal Angst haben muss wegen der Luft. Das ist auch... Oh! Okay, wer bist du? Ach du Scheiße. Kann ich jetzt... Ich entschuldige mich für das, was Sie hier sehen. Ich hätte nie gedacht, dass es einmal so weit kommen würde. Die Unterdrückung, die Prüfungen und das Gefühl, wie ein Tier für immer in einem Käfig gefangen zu sein, haben mich gebrochen. Angeblich sollte ich morgen an der Reihe sein, in die Tiefe zu gehen, und nach dem, was ich gehört habe, würde ich es vorziehen, nicht zu gehen. Das ist meine einzige Möglichkeit. Bei klarem Verstand gehen oder bleiben und wahnsinnig werden. Ich entschuldige mich für dieses Durcheinander, aber bitte, legen Sie mich an einen etwas friedlicheren Ort zur Ruhe. Das ist meine letzte egoistische Bitte. Mit freundlichen Grüßen, Jacob Rubisk, 17. September 1928. Dafür sieht er noch ganz gut aus. Ja, also die Verwesung hat da noch nicht so eingesetzt für die Jahrzehnte, die er da schon hängt. Naja, das geil ist halt nicht, ne? So, hier haben wir noch ein Kassettchen. Du liest. Ist aber geil. Du liest eine Kassette und liest halt vor. Es gab Gerüchte, dass ich in der Mine Leichen finden würde. Also ging ich mental vorbereitet hinein. Mein Magen weigerte sich jedoch, vorbereitet zu sein. Es ist ziemlich traurig, wie ich hier neben einer aufgehängten Leiche stehe und eine Notiz lese, die dieser einst lebende Mensch verfasst hat. Angeblich hat sich diese Person vor 40 Jahren das Leben genommen, aber der Körper sieht noch frisch aus. Langsam wird mir ein wenig schwindelig, aber ich glaube, das ist nur der Schock, so etwas persönlich zu sehen. Oh Gott. Ja, also für 40 Jahre sieht er fresh aus. Ja, für 40 Jahre sieht er wirklich noch gut aus. Kann man nicht anders sagen. Ja, ihr Lieben, ich möchte mich gleich dafür mal entschuldigen, irgendwie, dass natürlich unser Englisch... Oh, okay, die anderen Force geht hoch. Unser Englisch leider jetzt nicht unbedingt das Geschmeidigste ist irgendwie. Aber wir versuchen euch so halbwegs den Sinn zu vermitteln. Und vor allen Dingen uns. Genau. Oh, ich dachte, das fast, da steht einer. Ah, sa. Halt den Fotoapparat bereit, ne? Wobei, den Finger am Abzug. Aber wir gehen weiter weg von dem... Wir sind jetzt bei 28, nicht mehr bei 58. Okay. Also ein Stück... Aber warum macht er denn hier? Ah! Hier, Achim, hier unten. Ja, aber ist doch kein Movement, also da war doch keine Bewegung. Ich dachte mal, dass der Detektor für die Bewegung eigentlich wäre. Ja, ist die Frage, was hier noch so... ...mang den Tüten liegt. Ja, wenn ich... Also, ne? Ich würde jetzt... Ja, ich würde jetzt sagen, wir gehen einfach mal weiter, mal gucken, was noch kommt. Also er ist halt gut krustig, ne? Das stimmt. Lass ihn jetzt einfach mal liegen. Was anderes finden, vielleicht wirklich tatsächlich, wie du gerade sagst, noch einen Schlüssel? Ja. Oder irgendwas anderes. So, Wer sagt dir hey? Warum? War er das? Ich hoffe nicht. Er hustet hier. Okay, wir haben irgendwie, irgendwas rotet unten. Ja, weil wir, glaube ich... Wir headachen ganz schön. Ist das... Ach so, wegen der Leiche, weil du der Leiche so... Also, solange, wenn du zu lange da bist, dann kriegt der anscheinend ein bisschen... Dann dreht er vielleicht so ein bisschen am Rad. Okay, hier haben wir den nächsten Fahrstuhl. Aber wir haben, einen Schlüssel. Einen Schlüssel, na sehr schön. Gut, jetzt werden wir wahrscheinlich hier vorne die Tür öffnen können. Ja, oder den Kasten, weil da ist ja der Hebel.
für den Fahrstuhl wahrscheinlich. Mann, dieses Brrr. Das ist schon das Übel, ne? Aber ich denke mal, wir werden hier hinkommen. Nee. Hat Benny doch recht. Ja, Benny hat recht gehabt. Und wir haben den Hebel. Und mal gucken, ob jetzt hier irgendwas steht. Ah! Nee. Tja, was ist seltsam, ne? Was sollen wir jetzt hier machen? Soll ich hier diese Gasflasche hier hinten fotografieren oder was? What should I do? Tja, gute Frage. Dann gehen wir erstmal zum Fahrstuhl. Wir gehen zum Fahrstuhl, genau, richtig. Ich denke mal, dass wir jetzt hier vorne auch hochfahren und dann quasi bei der Leiche da oben runterspringen können. Ich glaube, wir werden jetzt gar nicht so weit. Meinst du? Meinst du nicht, dass es jetzt noch tiefer geht in Death 3? Es geht doch runter, du hast recht. Ich sollte mir auch Benny hören. Oh, nee. Warum machen wir das eigentlich? Wir brauchen eine Story. Wir jagen die Story unseres Lebens, Benny. Als rasende Reporter. Genau. Es geht ganz schön tief runter. 325 Meter schon. Also landen wir jetzt direkt in Dev 6 oder was? Dürfte eigentlich nicht. Okay. Ich kann so weit nicht mehr gehen. Also vielleicht schon, aber. Ich will wieder auffahren. Na, Leute. Also, Dev 3. Gibt's auch keine Schilder und nichts, ne? Also jetzt in dem Sinne nach dem Motto, okay, hier Gang 1, Gang 2 oder irgendwas in der Richtung. Da haben wir auf jeden Fall eine Art Drehrad dahinter gehabt. Ja. Irgendwelche Turbinen oder irgendetwas in der Richtung, was haben wir da? Power Generator, looks like the generator requires gas to operate. Alles klar, wir brauchen Benzin, um das Ding zum Laufen zu bringen. oder wir fahren einfach weiter. So. Oh. Oh, okay. Ja. Okay. Was haben wir jetzt damit gemacht? Keine Ahnung. Ach, wir haben bestimmt hier auf der anderen Seite das Gitter hochgezogen. Ja. Haben wir. Sehr gut. Die Frage ist, wo geht's jetzt hier weiter? Hätten wir nicht einfach in den Fahrstuhl einsteigen können? Wegfahren? Also ich entschuldige mich jetzt schon für zahlreiche Verlaufen. Ich bin auch froh, dass ich jetzt Benny mit dabei habe. Das ist ein solid locked, I cannot pick up. Die ist locked. Weil ich mir die Wege auch immer so gut merken kann. Na, du kannst ja das besser merken als ich tatsächlich irgendwie. Ich laufe hier irgendwo hin und denke mir, oh, guck mal, eine Wurzel, wo bin ich überhaupt? Door is unlocked, okay. Die einzige Tür, die wir jetzt gerade passieren konnten. Na, wir suchen jetzt erstmal Benzin. Ja, oder ein Schlüssel für die andere Tür. Falls wir jetzt hier. Hey. Wer spricht mit uns? Eater. Read the note. Oh Gott, ist das halt groß. Vielen Dank für Ihren Hinweis, Morris. Hier ist in der Tat alles in Ordnung. Ich bin allerdings ein wenig beunruhigt. Die Nachrichten werden immer aggressiver und zeigen mit dem Finger auf die PL-Mine. Es werden so viele Menschen vermisst, dass wir anfangen, verdächtig zu wirken. Die überirdischen Einheiten haben vorerst aufgehört, ein Auge zuzudrücken und haben aktiv damit begonnen, Leute anzuhalten, bevor sie die Mine betreten. Glücklicherweise sind wir für unsere erstklassigen Sicherheitsvorkehrungen bekannt, sodass man davon ausgehen kann, dass sich niemand freiwillig Zutritt verschaffen kann. Sollte ein Ermittler eine Inspektion verlangen, werde ich sie sofort informieren, um die Tiefe zu überfluten. Linda, 21.08.1931. Schon damals so heftig, also holla die Waldfee. Der Betrieb auf den unteren Ebenen ist optimal. Die Bevölkerung ist weiterhin unter Kontrolle und wir glauben, dass wir genügend Leute in Rot haben, um die Anforderungen zu erfüllen. Bitte lassen Sie vorsichtshalber weiteren Abenteurer in die Mine für den Fall, dass wir zusätzliches Personal benötigen. Melden Sie sich bis Ende der Woche mit einem vollständigen Bericht über die Bauarbeiten bei mir zurück. Vergessen Sie Ihre Maske nicht. Morris Kingston. Wie immer, vergessen Sie nicht, alle erhaltenen Unterlagen zu verbrennen. Sie wollen alle die Dokumente verbrennen, damit da nichts mehr nachweisbar ist, was da das so passiert. Hat ja super funktioniert von Linda und von dem Maurice. So, okay, dann gehe ich mal. Okay, hier ist 5. Warum steht hier eine 5 drauf? Ich weiß nicht, ob ich mir das vorsichtshalber aufschreiben sollte. Dass hier anscheinend eine 5 ist? Ja, ja. Man weiß ja nie, ich schreibe mal Dev 3 und 5 auf. Schrank 5. Okay, Schrank 5.
Nicht, dass dann nachher daraus wieder eine Kombination für irgendeinen anderen Kram wieder passiert. Das kann natürlich gut möglich sein. So, Def 3, Schrank 5. Juri, haben wir. Okay. Dann gucken wir mal hier weiter. Oh, hier haben wir nochmal eine Kassette. Ja, die können wir uns wieder ganz toll anhören. Meine Ängste wären real. Ich habe Dinge gefunden, Dinge gelesen, die besagen, dass ich anscheinend nicht rauskommen werde. Selbst wenn ich die Oberfläche erreichen würde, würde ich vom Militär abgeschossen werden. Offenbar ist es leicht hineinzukommen, aber unmöglich wieder raus. Das macht mir eine Heidenangst, also weigere ich mich, weiterzugehen. Wenn Sie das hören, verschwinden Sie. Okay, hier vorne haben wir noch was liegen. Oh ja, schön. Bolzen, Schneiderle. Die nehmen wir natürlich mit. Und hier haben wir noch ein bisschen eine Rolle Kupferdraht. Die nehmen wir natürlich auch mit und verkaufen die. Teuer. So, okay, ja, tatsächlich. Ja, können wir jetzt mit dem Bolzenschneider aber irgendwas aufschneiden? Hatten wir jetzt am Schrank 5 irgendwas gehabt, wo du sagst... Ah nee, wir hatten an der einen Tür, war ein Schloss. So ein Vorhängeschloss. Ja. Waren hier Feuer? Ich bin mir nicht sicher, aber waren hier Kreuze? Nein, da waren keine Kreuze. Ach, Scheiße. Oh, okay, wo kommen denn die jetzt alle her? Oh, okay, krass. Okay. Oh, shit, ey. Okay, das können wir noch von anderen. Oh, krass. Oh. Das habe ich jetzt nicht kommen sehen. So, okay, haben wir mit dem Bolzenschein aufgemacht. Machen wir wieder zu, ihr Scheißding. Das ist ja fürchterlich, ey. Gott, wo kam er denn her? Der von oben. Oh, der kam von oben. Oh. Wir haben auch lange kein Detection mehr gehabt. Also ja, ne? Also kann ich auch drauf verzichten, aber das, selbst das wäre für mich schon. Wasser. Okay. Oh je, okay. Kann auch nur langsam laufen jetzt gerade. Anscheinend wird das Wasser tiefer. Shit. Fuck. Ach je. So, scheinbar müssen wir irgendwie da hochkommen zu den Fässern oder so. Ach, meinst du wegen dem Öl? Ja, irgendwie müssen wir ja an Benzin kommen. Das stimmt. Da war ja noch was. Okay, irgendwas stresst mich. Irgendwas stresst ihn richtig gerade. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass wir jetzt nass sind irgendwie. Und wir haben den Kanister mit Benzin gefunden. Beruhigt er sich jetzt wieder? Okay. Die Frage ist, ist der voll oder... Der Gas ist jetzt halb voll mit Benzin. That should enough to power the generator. Okay, alles klar. Wir haben auf jeden Fall genug. Na denn? Als ob du da runterspringen kannst, gell? Okay, cool. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, warum ist jetzt hier zum... Oh, Scheiße. Oh, darum, shit. Darum, mach mal ein Foto. Warum hat das jetzt so lange gedauert? Hey, Kumpel, na, alles cool bei dir? Mach mal. I feel lightheaded. So, ja, wie? Okay, ja, es fühlt sich an, als ob er fällt. Das ist ja toll. So, getting stronger and stronger and further I descend. Ja. Perhaps the air pressure of death is getting to me. I don't know. Mach da ein fucking Licht an, Alter. Wait. Wasn't I just attacked? Am I dead? Will I never wake up again? Du bist wach, mach das Licht an, Alter. Los. Mach an! Oh nein, lass das Licht aus. Oh. Wo sind wir? Was I just standing there unconsciously looking at the tree? Ob er da die ganze Zeit rumgestanden hätte und sich das einbildet und auf den Baum starrt, ey. Hallo?
Ja, okay, alles klar. Na, wir haben uns jetzt erstmal hier nochmal ein Brett geschnappt und hier haben wir nochmal Golden Coin. Wozu brauchen wir dann bitte eine goldene Münze und ein Stick of TNT? Ja, also, den brauchen wir auf jeden Fall. But, oh, hier haben wir nochmal einen Zettel. Hellhole. They are turning us into fucking monsters. Help. Ja, okay, gut, das braucht man, glaube ich, nicht übersetzen, oder? Also. Nee. Ich wäre dafür, dass wir einfach zurückgehen. Also an seiner Stelle wäre ich schon lange zurückgegangen. Jemands Hellhole? Ja, komm, renn da. Nee, mal doch. Du kannst ja mal so einen Glowstick runterschmeißen. Oder Wooden Plank drüber packen. Okay. Die Planke, das ganze Ding? Oh, das. Oh, nee. Nee. Da ist auch eine Planke. Ja, ich weiß, aber da würde ich da runterfallen und komme nicht mehr hoch. Die Frage ist, wie hoch komme ich jetzt, wenn ich hier hochgehe? Bevor ich jetzt über einen Point of No Return gehe. Okay. Und jetzt hast du denn, guck mal nochmal kurz, in deinem Inventar hast du denn noch die. Jo, hast du, okay. Den Benzinkanister, würde ich wissen. Ja, das hat sich wohl erledigt. Ach, Kacke. Scheiße, hätte ich mal das Brett vielleicht da oben hingelegt. Tja, na, dann muss ich wohl ins Hellhole. Das erinnert mich wirklich so ein bisschen. Muss ich hier. Hellhole, kann ich da mitnehmen? Ja, da kommen noch so leichte The Forest Flashbacks bei mir jetzt hier. Ich weiß nicht, ob das die richtige Idee war, jetzt hier reinzugehen. Ich meine, wir hatten keine andere Möglichkeit, aber. Was ist das? Den Aufzug, aber der ist nicht funktional. Sendette. Wunderbar. Büppi. Wunderbärchen. Door was unlocked. Und ein Teddy. Teddy. Eine gute Fliege. Eine fette Fliege, so. Wir sind alle so verrückt nach Blut. Glauben Sie, dass das Trinken Sie zu Übermenschen macht? Gibt es hier unten etwa Vampire oder so? Tag 1 des Aufenthalts hier. Sehr coole Tunnel mit einem immensen Gefühl von Klaustrophobie. Ich bin sicher, es wäre nicht so schlimm, wenn die Leute hier nicht so seltsam wären. Okay, also wir haben hier anscheinend eine Gefangenensituation. Ich weiß auch nicht, ob das. Haben die das als Attraktion verkauft? Oh. Selection. Okay. Auswahlkriterien. Name, Geschlecht, Alter, Haarfarbe, Rasse. Augenfarbe, Höhe, Gewicht, Physical, Accept, EQ, Deny. Na, ist jetzt natürlich die Frage von wegen, von wann ist der Zettel? War 1931 und 1968? Da stand da wahrscheinlich. Welchen Land sind wir denn hier eigentlich? Das ist auch eine gute Frage. So, tolle Puppenland. Gibt's immer mehr und immer mehr. TNT, Dynamite. Und, aber, hier ist doch immer Zeit für ein paar Spielzeuge. Ein zerpflückter Karton. Was ist, die haben hier unten Kinder auch ja, gehalten, wenn man so will? Also. Nimm mal das dezente Rad hier mit. Ja, ad hoc würde ich sagen, wenn ich hier Spielzeug finde, dann haben die auch Kinder hier gehabt. Die Frage ist, ob sie die jetzt hier eingesperrt haben oder, ne, oder ob sie die hier gezeugt haben. Hey. Das hättest du wahrscheinlich fotografieren können, dass sich das da gerade bewegt. Meinst du? Ja, also während es fällt wahrscheinlich, glaube ich. Weil wenn du es jetzt fotografierst, glaube ich, kannst du mal machen? Nein. Okay. Das tue ich nicht. So, bis jetzt ist das Höhlenloch ja nicht so schlimm, würde ich sagen, aber hier ist gerade, hier ist was abgegangen. Hier ist ein bisschen was abgegangen gerade, Freunde. Eine Kleinigkeit. So, der Leveler ist not functional. So, jetzt aber bitte. Klick, 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 klick. Alle Construction. Ah, wir sind hier alle mit Stahl, aber
Aber die Brücke ist der letzte Holzwix, Alter. Das ist großartig. Ach ja, schön, schön, schön. Oh Gott. So, und das ist jetzt schon wieder so ein Punkt, wo ich jetzt hier wirklich nur noch... Oh, das ist aber ein schöner Baum. Der ist aber riesig. Toll. Ja, wieso was hier so wachsen kann, mal so unterirdisch, ohne Licht, ohne nichts. Ich frage mich auch noch, wir haben ja im Inventar ja auch noch die Glowsticks, also hier, ne, die Knicklichter. Ja. Wofür wir die denn noch benötigen? Okay, aber hier am Baum eine Lampe angebracht, wa? Da stehen sie auf Ambient hier. Ne? Da gibt's mal nichts. So. Ihr Lieben, ich habe ein Fotoapparat und ich werde ihn benutzen, wenn ihr so weitermacht. So, oh Gott, Alter. Oh Gott. Geh mal hier. Ach du Scheiße. Soll ich jetzt da hinspringen? Ist das nicht euer Ernst oder was? Mach ich nicht. Ah! Okay. Oh, okay. Das war jetzt doch nicht so schlimm wie gedacht. Nein, Alter, soll ich... Ach, ey, guck doch mal bitte, das sind doch locker 5 bis 6 Meter. Keiner würde das tun. Wir hätten jetzt übrigens die... Weißt du, so halbherzig, einfach so... Wurf. Ich kann es jetzt auch nicht mehr einsammeln, ne? Du hast ja auch nur begrenzt. Ich kann ihn nicht ein... Ah, das ist aber... Das... Ja, na gut, dann haben wir es mal gemacht. Okay. Ah, irgendeine Scheiße passiert. Irgendeine Scheiße passiert. Oh nein. So verrücktes Lachen finde ich in so einem schwarzen, dunklen Tunnel auch echt heftig. Das erinnert mich jetzt wirklich gerade sehr stark an The Forest hier. Ja, wir können ja nirgendwo zurück, ne? Nee, also... Ständig Point of No Returns hier. Ey, oh fuck, Alter. Hatten wir in der Notiz gehabt, um zu rauszukommen, müssen wir tiefer rein. So, ist ja toll hier. Schön, jetzt ein Folgten hier. So, gehen wir nach rechts mal runter. Immer den Kreuzen nach, oder was? Sie sind überall Kreuze. Überall. Überall. Ach, ey. Okay. Ich bin ein bisschen erschrocken. Ich auch. Damit zuckt. The device is missing. The valve wheel. Okay. Hier brauchen wir ein Drehrädchen. Ach du Scheiße. Oh, fuck. Alter. Das war eine Falle. Die ist runtergekommen. Wärst du jetzt da reingegangen und sonstiges, dann wärst du aufgespießt worden. Shit. Das ist ganz schön unfair. Wer macht denn sowas? Hallo? Ah. Na, das war ja einfach. Also ich weiß, wir sollten zurück zu dem anderen Dings gehen, aber ich wollte mir die Ecke hier hinten nochmal angucken. Du bist ja immer sehr neugierig, was das angeht. Ja, ne, das sind immer so Ecken, wo man gerne irgendwas versteckt. Ich wüsste jetzt zwar nicht wofür, also vielleicht diese goldenen Münzen oder irgend sowas. Aber was? Das ist doch... Oh, okay, mal hier. Waff, captured. 5. Ja. 5 Fotos. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Er dreht einfach mal ganz beruhigt hier das Rad. Hey, hey. Alter, es ist dunkel. Ich sehe nichts. Es ist krass, weil ich sehe auch so gut wie gar nichts. Oh, hier kommt doch irgendeine Scheiße, Alter. Irgendetwas kommt doch gleich. Übrigens nur mal so zur Info, wir sind jetzt bei 700 Meter. 700 Meter? Oh fuck. Ey, stell dir vor, 700 Meter und, oh Gott, soll ich hier runterspringen? Das kann es doch nicht sein, oder? Oder? Also. Nee, nee. Ah, okay, alles klar. Glibber. Also man stell sich doch mal vor, du bist 740 Meter unter dem Boden. Na, vor allem auch der Druck, du hast ja, also umso tiefer du gehst, umso höher wird ja auch der Druck, also. Oh, nee. Gottes Willen, ach du Scheiße. Ja. Hast du was zum Naschen mitgenommen? Ja, sieht so aus und du bist, muss ich sagen, Top-Fotograf. Ja, ich bin ja Fotoshooting des Grauens. Mich ganz groß dabei. Oh, ein bisschen The Ring.
Vielleicht brauchen wir dafür einen Glowstick? Kannst du mal einen runterschmeißen? Du, wir haben nicht so viele Glowsticks. Wir haben nur einen. Ja, ja. Einen hast du ja schon. Was war das? Das war, das war der Rucksack, den ich zugemacht habe. Mit dem Hosenstein, oh, der gleich rinpieseln werde. Rot. Wirklich. Really. Blut? Hier einfach mal Richtung Licht. Okay. Also, ist. Ist in der ja Hoffnung, dass das gut ist. Ist ja leider auch der einzige Anhaltspunkt, den wir jetzt so haben. Ja, ne? In die Richtung zu. Nein, Alter. 72. Ich weiß nicht, was. Also. Also klar, wenn die Zahl halt höher ist, ist das natürlich ein Indikator dafür, dass irgendetwas in deiner Nähe ist, ne? Ja. Aber was? Vielleicht auch einfach der Indikator, dass du, wenn du zu lange da verweilst, dass du dann irgendwie insane wirst, also verrückt. Ah. Könnte ja auch sein. Oh, das ist natürlich auch eine gute These, Benny. Okay. Interessant. Und immer tiefer und tiefer und tiefer, meine Frau. Alter, wir sind bei 940 Meter, ey. I'm going, I'm going, I'm going deeper underground. So, hier haben wir noch eine Kassette. Alles, was noch zu tun ist, ist nach unten zu gehen. Als ich an der Oberfläche ankam, wurde ich nicht erschossen. Aber die Männer der Herberge richteten diese großen Gewehre auf mich und forderten mich auf, wieder hinunterzugehen. Ich hätte mich weigern können, aber ich bin sicher, dass ich jetzt tot wäre, wenn ich es getan hätte. Ich bin sprachlos und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Meine Welt dreht sich gerade im wahrsten Sinne des Wortes und im übertragenen Sinne. Ist das überwältigende Angst? Habe ich vielleicht gerade einen psychotischen Anfall? Ja. Nicht so schau. Nee. So, kannst du dich noch daran erinnern, dass wir irgendwo einen Schrank gefunden hatten, wo eine 5 drauf steht? Hat das noch irgendeine Relevanz hier irgendwie, ich glaub, 500 ich Meter nicht mehr tiefer? Alter. Das ist genauso wie, wir haben noch einen Benzinkanister. Ja. Für was? Ja. Okay. Bei knapp 1000 Meter sind wir in Dev 4, also in der Mine 4 angelandet. Ja, würde ich jetzt, gibt's mehrere Wege? Kann es sein? Scheint so. Ach du Scheiße. Also vielleicht hätten wir ja wirklich vorhin das eine Brett, was du aufgesetzt hast, vielleicht hätten wir das wirklich noch oben verwenden können und hätten wieder zurückgehen können. Wahrscheinlich, dann wären wir, ja genau, dann wären wir quasi mit dem Generator nach unten und dann, genau. Wer lässt denn hier Müllsäcke stehen? So tief. Okay, ich geh mal erstmal ins Dunkel. Erst okay. Ins Dunkel, dann ins Licht. Du bist Steve, du bist derjenige, ne? Weißt du? Das klingt, du bist Steve. Oh, guck mal. Wir haben ein X2 TNT in Hand. Ah, nice, not enough TNT. Ah, guck mal, wir müssen uns durchballern. Du brauchst 3 Stück, okay. 3 Sticks required. Schedule Detonation, April 27. Okay, alles klar. Wir brauchen noch eine Dynamitstange. Ja. Die werden wir noch nie finden jetzt, Alter. Kenn auch unser Glück. Mhm, oh, wer schafft denn Europaletten hier hin? Alter, aber das ist auch. Ich kann auch keiner mit dem Hubwagen fahren. Das kann mir noch niemand erzählen. Ey, guck doch mal, ja, auch wie groß und verschachtelt das hier ist. Verschachtelt. Oh, Mann, Alter. Oh, Gott. Und es geht immer tiefer und tiefer. Was ist das denn? Hm, komischer Weihnachtsbaum. Ja, also das ist ja. Ein Gassensack ist das. Gut, dann gehen wir mal wieder zurück. Und hier vorne rum, die Dumm. Mhm. Mal schauen, was wir hier finden. Ah, hier sind wir, hier kommen wir zum Licht, guck mal von da. Guck mal, da ist noch eine Dynamitstange, oder? No, it's a Glowstick, it's a Glowstick. Ah, die wussten, dass du das einmal. Okay. Dass du einmal unnötig irgendwas wegwirfst. Wahrscheinlich. Die haben damit gerechnet. Steve spielt. Steve wirft einfach nur sinnlos Sachen weg. Man nennt ihn noch
Steve the Thrower. Steve Thrower. So. Oh, ist, okay. Ich find's cool, dass du einfach Hebel betätigst, wo du sagst, oh, was ist denn das hier? Och, komm, drücken wir mal. So einfach wie auf dem roten Knopf drücken, weißt du? Genau. Ja, hat das jetzt auch nur ansatzweise irgendwas gebracht? Außer, dass da oben so eine Kiste, so eine Crate gedroppt ist. Aber die war vorher schon da, wa? So, ich glaube, ja. Hier steht 9. Stimmt. Zufall? Ich schreibe mir das jetzt nicht auf. Zufall? So, hier ging's Richtung Licht. Ja, wo du die ganze Zeit gekonnt davon läufst. Also davon wegläufst. Nee, hier. War doch da. Ja, ja. Ging's da hinten noch in eine andere Ecke? Alter, was ist das hier für ein Bunker? Was ist denn das? Da warst du nicht schnell genug. Doch, hab ich. Aber es war jetzt gerade eine Sequenz, die konnte ich nicht abbrechen. What the hell was that? I swear. There was somebody right behind me. I touched you. Alter, the door is held shut by multiple bolts. Du hast wahrscheinlich noch das gehört. Ja, aber unten ist der Counter nicht hochgegangen. Ja, ne, weil ich glaube, das war auch nichts, was ich jetzt hätte fotografieren können. Irgendwie war es halt einfach, weil es scripted. Okay. Da hab ich jetzt nichts machen können. Ich hab's probiert. Ich hab ja, was war das gerade? Wer knistert hier an den Ästen? Ich hab ja schockhaft auf alle drauf gedrückt. Du kennst mich ja. Golden Coins, wofür sind diese Golden Coins? Ich weiß es nicht, ob wir die danach. Golden Coins, I wonder what use that coins may have. Perhaps this was an old currency. Long ago. Ja. Okay. Nachher finden wir bestimmt so ein Spielautomaten oder sowas aus 1930. So, ich hab mich komplett verlaufen. Keine Ahnung mehr. Ich seh da mal an, das ist. Wir laufen doch. Das ist doch. Na, guck mal, hier ist die Krate. Hier ist die Krate. Was ist das denn? Der Device. Ui. Oh nein. Und wir haben einen Biohazard-Anzeiger jetzt. Einen Biohazard-Detektor. Ach du. Ja. Okay, cool. Ja. Okay, mal ist noch einer. Oh toll, ja. Einfach machen. Klar. Ja, guck mal, einer ist schon offen. Der war voll. Ah? Ah? Auch schon offen, wollte ich gerade sagen, aber. Cool. Warte mal. Das ist doch kein Tropfen, das ist doch so ein Typ, der so. Macht. Please don't. Alter. Du, ich hab gerade gar keinen Bock mehr. Ne? 102, Alter. Es hört sich an, als ob der mit seinen Kieferknochen einfach. Das Schlimme ist, ich höre das mal von links, mal von rechts, mal von hinter uns. Ich. Ja, die Soundkulisse ist heftig. Ich glaube, du hast jetzt die Tür, glaube ich, ja, entriegelt. Ja. Genau. So. Ich würde jetzt auch den direkten Weg quasi dahin gehen. Ja. Wenn ich nicht wieder irgendwie angefasst werde hier von irgendeinem Spinner. So, door is open. Now go inside. Toll, 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 toll. Wir gehen einfach rein. Und schon wieder links. Und, naja, was sollen wir denn machen, Benny? Was sollen wir denn tun? Wir müssen ja auch, wie gesagt, um rauszukommen, müssen wir immer tiefer, obwohl wir eigentlich nur Dynamit brauchen, wie zum Beispiel das da. Was sind das da, Alter? Coins on hand. Okay, mal 5. Für 6 kriegen wir was? Das darf doch nicht wahr sein, Alter. Du brauchst 6. Nicht dein scheiß Ernst. Not enough. So, jetzt bitte hau mal was raus, Alter. Warte mal. Mars, Uranus, Moon, Earth. Was soll uns denn das sagen? Sind das die Buchstaben? Ist das 4, 6, 4, 5? 4, 6, 4, 5? You ever wonder how many trees are in space? You ever wonder, du hast dich immer gewundert, wie viele Bäume
um den Platz waren. How many trees are in space? Ich gehe jetzt nicht da vorne in diesen Zeug jetzt. Aber das ist ja Quatsch. Was soll ich jetzt hier. Wie viele Bäume wollen wir denn erzählen? Das ist ja albern. Wir brauchen vierstelligen Code. Na! Alter Jochen, was ist los mit dir? Was ist dein Bedürfnis? Das soll nicht so sein. Meinst du? Ich weiß nicht, geh mal hin. Slowly grab the key from hand. Was ist denn mit ihm los? Stay calm. Stay calm, what? Als ob wir jetzt da ihm versuchten, den Key zu klauen. Geil, jetzt hast du dich bewegt. Cool. Jetzt fangen wir wieder von vorne an, oder was? Ja. Wunderbar. Was haben wir denn für einen Indikator, wenn er jetzt hier loslegt, irgendwie? Ich hab keine Ahnung. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass hinter ihm noch an der Wand quasi in Blut eine 1 geschrieben stand. Eine 1? Okay. Ja. Ich habe jetzt irgendwie, das Spiel gibt mir jetzt keinen wirklichen Indikator dafür, ob das jetzt langsam, schnell ist oder irgendwas so. Also, wenn ich die 100 erreiche, irgendwie flippt der Typ aus, fällt er um, rennt er weg, was macht er irgendwie? Passiert überhaupt was? Werden wir gleich sehen. Ich mach das jetzt. I do it! Ja, und nu, was? Okay. Alles klar, darf ich deinen Schlüssel haben? Ist alles cool mit uns? Super. Wo steht jetzt hier eine 1? Da, weiter oben, da. Siehst du es links da so leicht? Meinst du? Das ist so ein Schatten, das. Okay, also, hast du ja, ich sehe auch eine 1, aber. Ist aber vom Stein hier vom. Okay, kann hier auch noch nicht runter, weil. Peter mit seiner Jeanshose hier steht und. Ganz schön groß ist, Alter. Was sind wir für Zwerge? Kriechen wir? Weiß ich nicht. Was ist er für ein Hühne? Vor allem, wo ist sein Unterkiefer? Der ist noch bei der TNT-Box. Mhm. So, wir haben jetzt einen Schlüssel. Was bringt uns der fucking Schlüssel? Single key around a huge ring. Okay. Wow. Aber das bringt uns halt einfach mal nichts. Wir haben so ja noch einen zweiten. Don't forget to put key back in elevator and look back in cage. Hä? Ich kann mal kurz gucken. Und zwar standen noch hier diese, wo ich gesagt habe, oh, guck mal, das war ein schöner Weihnachtsbaum. Das bezieht sich auf irgendwas. Pass auf hier, warte mal. Ach so, meinst du das dadurch irgendwie? Ah, das ist ein Planet. Guck mal, wie viel haben wir denn da dran? 7. Uranus, ne? Ist das Uranus? Ja, es wird jetzt nicht der sieht nicht nach Erde aus irgendwie. Okay. Also 7, okay, dann machen wir mal 7. Jetzt müssen wir noch ein paar andere finden, ne? Ja. Also auch den Mond und so. Also. Holy shit, ey. Aber komm erst mal darauf, dass du diese Flächen da, diese. Ja, also. Ja. Das ist der Mond. Guck mal, der Mond hat 3. Ja. Ja, macht ja natürlich auch Sinn, ne? How many trees are in the space? Ja, genau. Okay, es ist wirklich ein bisschen mies, aber auch irgendwie, finde ich. Ja, weil jetzt müssen wir erstmal wieder da gucken. Aber jetzt muss natürlich auch wieder in jede Ecke gucken, ne? Ja. Was ist das denn? 1, 2, 3. Das soll vielleicht die Erde sein, oder? Nee, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nee, das dürfte der Uranus sogar sein, weil der sieht nämlich ähnlich aus. Der hat auch so diesen bläulichen Stich. Okay. Dann ist das am Anfang, was der Mars gewesen, oder was? Der am Anfang. Sah eigentlich eher aus wie die Venus, bin ich ehrlich. Aber die Venus ist gar nicht drinne. So, uns fehlt ja sowieso noch einer. Wobei, ja nee, den Mond hatten wir, genau. Uns fehlt eigentlich jetzt entweder die Erde oder der Mars. Und das ist der Mars. Dann war der erste, den wir gesehen haben, die Erde, was zwar ziemlich scheiße aussah, aber es war die Erde. Ja, hast du jetzt die Bäume gezählt? Bei dem Mars-Ding? 4. Wie viel? 4. 1, 2, 3, 4, 5, ja, siehst du? So, okay, Benni, dann sag mal an. 5, 8, 3, 7. Wupp, wupp. Krass, okay. Pick up. Oh, schön.
Oh, schön. Und wir sehr haben nice. Blood Tree Collectible. Was ist denn das bitte? Blood Tree Collectible. It appears to be a toy blocked like tree. It's pure red. So maybe we can call it the Blood Tree. Very strange. Potential collectible. Maybe? Was? Okay. So, theoretisch bräuchten wir jetzt ja kein TNT mehr kaufen, ne? Weil wir Ich würde es auch lassen. Also, weil vielleicht brauchen wir die Kohle für was anderes wieder. Also die Coins dann später. Ja. Okay, gut. Cool, cool. Dann sprengen wir uns mal den Weg frei. Yes. Und? Kaboom. Bei Solid Metal Door. Achso, bei der Solid Metal Door. Okay, alles klar. Jetzt. Achso, du musst. Ah, okay. Du sollst. Zurück. That should be far enough. Yeah. Erstmal in die Sackgasse rennen. Falsche Licht. So rennen wäre ja geil, weil das ist jetzt nicht so wirklich rennen. Ja, kannst du doch mit Shift, oder? Ja, ich drück Shift. Achso. So die ganze Zeit. Okay. Ach, das ist kaputt. Dinge, die ich nie machen würde, unterirdisch sprengen. Irgendwie. So, kann ich nur eins sagen? Ihr müsst trinken. So, okay, schauen wir nochmal. Ist doch mal ein schöner Durchgang. Den wir jetzt hier frei gesprengt haben. Und wo geht's jetzt hier hin? Aha, wir haben eine Feueraxt. Wofür haben wir denn jetzt bitte eine Feueraxt? Zwei Theorien, entweder zur Verteidigung oder wir müssen uns irgendwo durchholzen, Axten. Aber wo? Genau, das ist ja. Ich wüsste jetzt gerade nicht, wo wir uns jetzt mit einer Axt durchkämpfen sollen. Vor allem, ich wüsste jetzt auch gar nicht, wo wir jetzt weiter hin müssen, weil die haben wir doch schon alles abgegrast, oder nicht? Oder soll ich die Paletten klein machen? Oder diese Pappkartons? Ach, nee, warte mal, hier bei Knilchen aus der Lederhose da hinten irgendwie, da ging es ja noch hoch. Stimmt. Der Kieferlose. Peter hier, hast du gesagt. Genau, Trapjaw. Na, bist du noch da? Ja, du bist noch da. Soll ich ihn jetzt umhacken, weghacken? Kack ihn weg. Okay, mal. Tja, kann jetzt hier nichts machen. Was ist das für ein Quatsch? Okay. Das ist ein Snickers, du bist nicht du. Das ist nicht du, wenn du Hunger hast. Ja, okay, das hat uns jetzt nichts gemacht. Ich verstehe es gerade nicht. So, really. Wollen wir uns trotzdem nochmal eine Dynamitstange jetzt kaufen? Können wir gerne mal probieren, klar. Oder sagst du das Quatsch? Wo geht's denn hier gehen? Da vorne war eine Kassette, wa? Ja. Door has been unlocked. Okay. Aha! Was ist das jetzt was? Die Belüftung oder was ist das? Ich hab keine Ahnung, was dadurch jetzt passieren wird. Vor allen Dingen, der Hazard geht immer weiter nach oben. Ach, also 139%. Das ist nicht gerade wenig. Ich guck mal kurz, vielleicht ist hinten jetzt Jochen weg. Und vielleicht ist da, weil da hinten sah da auch irgendwas aus nach Fahrstuhl oder irgendwas. Also, was anderes wüsste ich jetzt nicht, wo ich hingehen sollte. Ja, ist eigentlich der einzige Gang? Tja. Den wir haben, wo wir runterkommen. Oder runterkommen. Jetzt kommen wir runter, weil das Wasser weg ist. Okay. Ach, da alles klar, ich gehe. Oh, krasser Schattenwurf. So. Ja, dann gehen wir noch tiefer. Immer tiefer runter. Tja. Auf nach Depp 5. Oh, Mann. Der Verseuchungsgrad steigt schon auf 141%. Ist nicht gut, Benny. Ich glaube, uns wird es nicht gut gehen, wenn wir hier rauskommen. Nee. Und wenn, dann waren wahrscheinlich erschossen. Und hüpf. Okay. Okay, wir sind immer noch in Tab 4. Plitsche, Platsche, Plitsche, Platsche. Der erste sagt aber bestimmt gleich 5 oder so, oder?
Oh Mann, ey, und dass man hier in jede Ecke rinkrauchen muss, aber das finde ich ja so fürchterlich, wa? Depp 5. Depp 5. Oh. So, ist halt offen. Ich bin so dankbar. Ich bin so unheimlich dankbar für offene Türen hier unten. So, interessant ist, dass wir bis jetzt auch noch nicht wirklich ein Knicklicht hier braucht haben, hätten, theoretisch. Ich meine, wir haben jetzt noch zwei Stollen vor uns. Aber... Na, ich habe ja die Hoffnung, dass wir dann, wenn wir in der 6 sind, dass wir die 6, wenn wir die durch haben, hoffentlich dann irgendwie wieder rauskommen. Also ich frage mich, wie bei knapp 1500 Meter nach unten erstmal. Kennst du den Film Katakomben? Nee. Da war das... Do not enter. Tja, liebe Freunde. Was macht man, wenn man hier unten auf eine Tür trifft, auf der bitte nicht betreten steht? Wollen wir? Ja, dann ich guck mal erstmal, was hier vorne um die Ecke ist. Tut mir leid, dass ich jetzt hier mal kurz erstmal Schisser bin. Aber ich will mal ganz kurz gucken, was hier ist. Nichts. Okay, alles klar. Wir sind gefickt. Na dann, interacten wir mal. Und wenn dir irgendein Gruselstollen sagt, geh hier nicht rein, dann gehen wir da natürlich rein. Nur für euch. Und 25... Nein! Fuck you! Sehr gut. Du hast, zwei neue Fotos geschossen. Das ist... Du alter Paparazzo, ja, deswegen du. Deswegen nennt man mich auch den rasenden Reporter. Und jetzt schwimmen wir so ein bisschen vor uns hin. Hier ist ja wunderbar, irgendwie. Mhm. Tatsächlich wäre ziemlich geil gewesen, hätten sie jetzt noch das Wasser. Also das Wasser sieht jetzt natürlich sehr transparent aus. Ja. Wenn sie das jetzt wirklich nur so dirty gemacht hätten. Das hätte schon einen sehr, sehr coolen Effekt wahrscheinlich. Alter, wie viele Türen sind denn hier, ey? Oh, no way, Alter. Aber ich will jetzt auch nicht zu kritisch sein, irgendwie, weil das Spiel erzeugt definitiv eine krasse... Ja, wer... Wer braucht hier Hilfe? Mann. Das Spiel erzeugt auf jeden Fall eine krasse Atmosphäre. War da vorne was? Weiß ich nicht. Emotion? Andy. Wenn du noch hier bei mir bist, danke ich dir. Ich bin froh, dass du meine Geschichte weiterliest. Ich weiß nicht, ich bin müde. Es hat angefangen zu regnen, glaube ich, weil hier unten alles voll läuft. Ich glaube, du verstehst. Mann, ich wollte einfach mal weitergehen. Sehen, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, ob ich mich verständlich ausdrücke, aber ich weiß, dass es weitergeht. Es hört nicht einfach auf, es geht weiter. Man könnte meinen, es sei zu Ende, aber es geht weiter. Verstehst du? So, oh, nächster Schrank mit einer 20 drauf. Ja, ich weiß nicht, ob ich, also gut, ich schreib's auf. Wo sind wir jetzt? In Dev 5? Ja. Dev 5? Dringlich. Die Dinge geraten allmählich außer Kontrolle. Ich kann die Dinge hier nicht aufrechterhalten, wenn wir über 50 Personen pro Tag bearbeiten und festhalten. Sie fangen an, über die Türen zu klettern und sie mit Waffen zu bedrohen, ist langsam nicht mehr so effektiv. Ich brauche Unterstützung, ansonsten bin ich am Arsch. Marco Z. Okay. Also der Shit geht hier worst and worst every day hier irgendwie. Also... Hänge die richtig ab. Ah, das ist hier not so nice irgendwie. Also die Frage ist, wen haben die sich hier unten gehalten, die Schweine? Was geht denn hier ab, Alter? Was haben die hier gemacht? Ich habe keine Ahnung, ob die jetzt da wirklich versucht haben, von denen, weil wir haben ja am Anfang noch gehabt, das mit dem, dass die das Blut von denen trinken, um übermenschlich zu werden. Ob die dann einfach gehalten haben als Nahrungsmittel? 0816. Mit verschwindenden Zahlen. Ja. Ja, 0816. Was sagt uns das jetzt?
Warte mal. Wir haben im Dev 3 Schrank 5 gefunden, was die 8 erklärt. 3 plus 5 sind 8. Was? Ja, geil, siehst du, deswegen habe ich das extra aufgeschrieben. Verstehst du, wir haben im Schacht 3 haben wir einen Schrank gefunden, wo die Nummer 5 draufsteht. Ja. So, das heißt, 3 plus 5 würde 8 ergeben. Okay. Deswegen, also wenn es jetzt hier so eine Trickdoors sind, ja, wo dann dahinter Fallen sind oder wo wir dann eben halt nicht weiterkommen, macht als einziges oder als erstes erstmal Sinn, die 8 zu nehmen. Ich meine, wenn wir jetzt in den anderen Etagen nichts gefunden haben, haben wir ein Problem, weil den nächsten Schrank haben wir erst hier auf 5 gefunden mit Dev 5 und Schrank 20. Hm. Wäre ja, dann die 25. 15. Oder 15, ja. Wir haben die 0,80. Also, ist jetzt eine Theorie. Also, ist eine Theorie, die 0 ist genauso gut wie die 16, also probieren wir die 8, weil mit der 8 haben wir eine Theorie. Und wir öffnen sie. Oh. Okay. Heieieiei. Der kann jetzt auch voll in die Hose gehen, wa? Sag ich dir ganz ehrlich. Wie heißt das so schön? Bei einer Entscheidung steht der Freund neben dir und wenn es eine falsche war, hinter dir. Also. Was haben wir denn hier? Außer einen riesengroßen, dunklen Scheißraum. Oh Gott. Hier geht's hoch. Okay. Hier ist eine wunderschöne kleine Holzhütte. Gucken wir mal, ob es hier eine Art Eingang gibt. Ach, du Scheiße. Urwald mitten in der Mine. Hau. Ja, das ist. Ich weiß nicht, was das. Da ist ein einzelner Hocker da drin. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Hier hinten haben wir noch einen Schriebs. Alter. Ah, wunderschön. Wohnsitz 343. Bericht 09. 21. Januar 1933. Die Reise zugeeigneten Einheiten herangewachsen. Einheit 334313, Einheit 334319, Einheit 334320. Ich werde diese drei am 24. Januar in den Bestand überführen lassen. Bitte warten Sie vorerst mit der Entsendung weiterer Einheiten. Wir haben einen Mangel an Kabinen und Betten und ich weigere mich, jemanden auf dem Boden schlafen zu lassen. Taylor S. Das ist aber eine schöne Cabin hier, Alter. Was war das? Ich soll erstmal ein Foto machen. Ach, die Tür ist open. Jetzt würde mich nicht wundern, wenn die einfach wieder zugeht. Und wie eingesperrt. Vor allem kriegt man den Bumsverschlag hier an, Alter. Die sind bloß hier aneinander gelehnt. Oh Mann, Alter. Gibt's davon noch mehr? Also noch mehr so eine Cabins? Also noch mehr solche Hütten? Ich würde jetzt mal fast nee sagen, irgendwie, weil tatsächlich haben wir hier. Nein, was? Oh Gott. Alter, was zwitscht denn hier so krass? Was war das? Wo ist da jemand langgelaufen? Oder was ist hier? Oder über uns? Wahrscheinlich. Es kann auch sein, dass der über uns gelaufen ist, weißt du, hier über dem. Ja. Ach du Scheiße. So, dann gehen wir hier mal hoch. Ja, okay. Dann gehen wir einfach mal da hoch. Hör auf, Handy! Du machst es schon. Du bist da, du. Ja, was soll ich sagen? Wenn ich hier diese Konstruktion sehe. Oh! Alter, macht da nicht so ein Shit hier, Alter. Ja, diese Konstellation sehe ich hier irgendwie von Bretterbuden, das erinnert mich zunehmend an das, was ich mal in Ark oder The Forest gebaut habe. Von daher bin ich natürlich äußerst fit darin, diese zu, wie sagt man denn? Zu handeln. Adventure Man! Oh, wow. It's completely forget what I was going to say. Hahaha, na schön, alles klar, super. Okay, wird ein bisschen... Total fein. Total vergessen, was er sagen wollte. Schön. Oh, oder schon ein bisschen verrückt? Ist auch okay. So, okay, warte mal, hier jetzt noch. Was ich weiß, ist Folgendes. Alles begann als ein Prozess, um so viel Blut wie möglich zu sammeln. Leider wurden Änderungen vorgenommen.
Ich bin nicht in alle Informationen eingeweiht, aber ich weiß, dass eine neue Gesellschaft im Begriff ist zu entstehen. Eine Gesellschaft, in der die perfekten Menschen dieser Welt leben. Ich habe diese Welt nie gesehen, aber ich bin sicher, dass sie existiert. Okay, alles klar. Dann geht's jetzt weiter nach unten, oder? Ja, oder scheint wie? So. Also wir müssen ja noch in Dev 6. Echt? Das war jetzt Dev 5? Okay. Ja, er steht ja unten links. Okay, dann ab in hoffentlich den letzten Death. Ja. Ja, wenn das Spiel heißt Live in the Death 6. Also, was wird man jetzt leben? Oh Gott! Die ganzen Leute, die wir bis jetzt noch nicht gefunden haben? Also wir haben ja auch noch nicht die ganzen Leichen gefunden. Naja, ein paar schon. Ja, aber... Oh no. Oh no. Okay. Doesn't sound good. Na denn. Ich muss mich bewegen, Alter. Ich bin jetzt schon abgestresst. Oh fuck. Waren wir jetzt, hätten wir schon schneller laufen müssen? Ich weiß es nicht. Supposed to be this way. It was not supposed to be this way. Ja. Okay, sind wir jetzt gestorben? I can feel my body responding heavily as whatever. I have been in hell this whole time. I can feel of it, but I cannot control any of it. I have lost everything. Everything. Once the mind is cemented, all of those secrets this mind carries will be forever lost. I will never find out who is responsible for this tragedy. Perhaps it is better this way. Fine. Okay. Also, Ende. Jetzt ist die große Frage, gibt es mehrere Enden? Also hätten wir es schaffen können? Ja, es gibt eins von drei Enden. The Sinking okay. Ending haben wir. Aber, ja, klasse Spiel, hat echt Spaß gemacht. Wie gesagt, Stan hat auch schon... Sweet 776 gemacht, irgendwie. Oben ploppt mal kurz was auf, irgendwie. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch das nach dem Video mal reinziehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und ja, wenn ihr Lust habt, kommt beim nächsten Projekt wieder vorbei. Ansonsten kann ich nur sagen, hinterlasst Spuren, zeigt, dass ihr da wart. Und wir sehen uns dann beim nächsten Projekt. Ciao. Tschüss.